Dieser Tag ist uns besonders wichtig, weil wir denen nicht vergessen, die nach diesem fürchterlichen Krieg auch einen Beitrag geleistet haben, dieses Land wieder aufzubauen. Das waren alle, das waren sehr viele Männer, das waren junge Menschen, das waren Senioren, aber es waren auch sehr, sehr viele Frauen, die Trümmerfrauen, die oftmals ja die Familie auch verloren hatten, Kinder verloren hatten, Männer verloren hatten und trotzdem auch dieses Land als Trümmerfrauen wieder mit aufgebaut haben. Und dieses Denkmal ist eine Allegorie, zeichnet auch starke Frauen aus. Und weil die Trümmerfrauen auch ein Sinnbild dafür sind, was Frauen leisten. In Krisenzeiten damals wie heute Unglaubliches, aus nichts quasi vieles ermöglichen, den Wiederaufbau unterstützt haben. Und gerade in diesen Zeiten, wo wir uns in einer Krise befinden, sieht man wieder, wie Frauen aufstehen und die Welt bewegen. Es ist wichtig, dass man auch die Gelegenheit nutzt, dass man einer gesamten Generation an Frauen auch eine gewisse Dankbarkeit ausspricht. Denn diese Frauen haben Wien aus den Trümmern wieder aufgebaut und aus Schutt und Asche wieder dieses schöne Wien hergestellt.